In Berlin geben sich nacheinander die französischen Präsidentschaftskandidaten die Klinke in die Hand. Dass der Sozialist Benoît Hamon demnächst wichtigster europäischer Partner der Bundesregierung sein wird, gilt als unwahrscheinlich. Hamon liegt weniger als einen Monat vor der Wahl in Umfragen abgeschlagen auf dem 5. Platz. Die deutschen Sozialdemokraten mit ihrem Chef Martin Schulz sind dagegen im Umfragehoch. Von ihnen erhofft sich Hamon Rückenwind. J'étais à un certain moment son chef à Strasbourg. Ich war früher mal sein Chef in Straßburg. Er war Mitglied meiner Fraktion, die ziemlich schwierig war, denn er ist ein Mann mit tiefen Überzeugungen. Ob das die Franzosen genauso sehen? Der parteilinke Hamon dürfte am 23. April den Umfragen zufolge schon im ersten Wahlgang ausscheiden. Favoriten für die Stichwahl in Frankreich sind der parteilose Politik-Jungster Emmanuel Macron und die rechtspopulistische Marine Le Pen.